die BW Nässeschutzplane oder Bundeswehr Unterlegplane. Ein wahrer Klassiker der Outdoor-Ausrüstung. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Wie erwähnt, die BW Nässeschutzplane, ein wahrer Klassiker unter den Bushcraftern und da sind viele sehr begeistert von. Es gibt einige positive Sachen an dem Ding zu sagen, aber meiner Meinung nach auch ein paar negative Sachen. Dazu kommen wir später. Erst einmal gehen wir natürlich die harten Fakten durch. Der Nutzen der Nässeschutzplane offenbart sich natürlich gleich in ihrem Namen. Sie soll dich vor Nässe schützen. So einfach ist das Ganze. Du legst sie auf den Boden und kannst sie dann zum Beispiel benutzen, um dich draufzusetzen oder um deine Ausrüstung draufzulegen, die nicht nass werden soll, um sie vielleicht schnell über Ausrüstung rüber zu werfen, weil sie muss nicht nur auf den Boden gelegt werden, um so vor oben vor Wasser zu schützen oder tatsächlich auch einfach als Liegestätte mit einer Isomatte dann darauf. Das Material ist relativ einfach von so einer BW Nässeschutzplane und zwar ist das ganz einfaches Nylon, Ripstop Nylon allerdings. Das heißt, wir haben hier überall kleine Gewebestücke sozusagen, die auch alle natürlich aus Plastik sind, die Fäden, die einzelnen, aber so wird verhindert, dass bei einem kleinen Einreißen sofort alles aufreißt. Ripstop ist immer praktisch. Deshalb wird sie übrigens auch manchmal Gewebeschutzplane genannt. Normalerweise bekommt ihr die Plane natürlich je nach Hersteller und vor allen Dingen je nach Abnutzungsgrad oder ob es eine Nachbildung ist bei 6 bis 12 mal vielleicht 15 Euro. Wie gesagt, es gibt Nachbauten. Meiner Meinung nach kommt keiner an die Originale ran. Ne? Aber die kann halt auch gewisse Abnutzungsgrade haben, wie zum Beispiel meine hat mittlerweile auch einfach ein paar kleine Löcher am Rand. Dabei ist sie 2,20 in der Länge, also auch für große Menschen wie mich durchaus geeignet und 100 cm in der Breite. Da passt auch nochmal ein Rucksack vielleicht an die Seite rauf und wiegt dabei ungefähr 420 Gramm, was natürlich nicht ganz wenig ist. Falls ihr natürlich noch ein paar mehr Informationen haben wollt oder einfach auf der Suche seid nach einem Link dazu, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, bei gebrauchten Artikeln kann ich natürlich überhaupt keinen Einfluss darauf nehmen, wie die Qualität im Endeffekt ist, weil jedes Gebrauchsstück sozusagen ist natürlich immer eine Art von Unikat, in diesem Fall natürlich auf die negative Seite bezogen. Da muss man immer so ein bisschen gucken natürlich. Es gibt verschiedene Shops, sonst schaut euch einfach mal um, wo die Bewertungen mit am besten sind und bestellt sonst dort. Aber selbst dort könnt ihr natürlich bei Gebrauchtware, und das ist die originale BW Nässeschutzplane, nun mal immer Probleme haben. Und dieses Stück ist halt einfach ein Bushcrafter Lieblingsstück, möchte ich sagen. Fast jeder Bushcrafter, den ich so kenne, hat dieses Ding zumindest irgendwann mal benutzt. Viele benutzen es auch nicht mehr mittlerweile, weil es gibt durchaus bessere Alternativen. Deshalb kommen wir jetzt mal zu den Vor- und Nachteilen. Als Vorteil hat das Ding natürlich, dass es einen relativ geringen Anschaffungspreis im Endeffekt hat für die Qualität, die man bekommt. Weil man natürlich Ripstop-Gewebe hat, und zwar relativ festes Ripstop-Gewebe. Es gibt durchaus Unterleg, wasserdichte Unterlegplanen, die auch zum Beispiel von namhaften China-Herstellern etc., die einen natürlich trocken halten, die aber einfach eine andere Art von Stabilität haben. Also die sind nicht so stabil. Da hat man Angst bei Dornen, bei Stöckern etc., dass es durchkommt. Und das hier ist bei der nicht der Fall. Da merkt man sofort, wenn man anfasst und das miteinander vergleicht, das Material, das ist ganz anders. Ja? Das ist viel dicker, viel robuster, bietet viel weniger Angriffspunkte für spitze Sachen, um dort Schaden anzurichten. Wenn man natürlich eine gute erwischt, ist sie auch relativ günstig, weil es natürlich auch noch Gebrauchtware ist. Und ein dritter entscheidender Vorteil von dieser Plane ist, dass die Abmessungen so genial sind. 2,20 in der Länge und 1 Meter in der Breite sind wunderbare Abmaße, um damit zu bivakieren, also einfach nur in den Wald zu gehen und sich auf den Boden zu legen im Prinzip, also ohne Zelt, ohne Hängematte etc. Und dafür ist diese Größe genau richtig gemacht, weil sie natürlich ein bisschen breiter ist als der durchschnittliche Oberkörper. Ja, bei mir, ich brauche ungefähr 80 bis 85 cm Schlafsackbreite, das heißt mit 1 Meter habe ich noch ein bisschen Luft zu beiden Seiten, um mich rumzudrehen etc. Und deshalb ist diese Breite sehr gut gewählt und natürlich hat man mit 2,20 in der Länge auch noch Platz, sogar ich, ans Kopfende zum Beispiel noch einen Rucksack hinzulegen oder andere Sachen. Da spiegeln sich also natürlich deutlich die Vorteile wieder.
negativ an dieser Plane ist eigentlich nur das Gewicht, aber das hat es natürlich auch in sich mit 420 Gramm für im Prinzip ja nur eine Liegeplane. Das ist schon relativ wenig. Also man muss natürlich beachten, es ist eine Liegeplane, die sehr robust ist, ne? Aber es wiegt trotzdem relativ viel. Also zum Beispiel meine 2,5x2,5 Meter Unterlegplane aus China, da sind welche dabei, die wiegen unter 300 Gramm. Die sind aber dann natürlich auch nicht so robust, ne? Man muss immer wissen, was man für was haben möchte. Und es gibt schon gute Einsatzbereiche für diese Matte, muss ich sagen. Es gibt aber auch gute Einsatzbereiche für was Leichteres vielleicht. Ja, es kommt halt sehr auf den Untergrund drauf an. Aber mit der kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Wenn man sich auch über 100 Gramm mehr nicht stört, dann ist das kein Problem. Tja, ich selbst benutze sie sehr gerne, um mich auf Baumstämme raufzusetzen, denn sie ist natürlich auch so eine Art kleiner Zeckenschutz. Ja, bei uns fängt es gerade wieder richtig an mit den Zecken und das wird ja in Deutschland, je wärmer es wird, in den letzten 4 Jahren haben wir stark steigende Temperaturen im Mittel. Das wird wahrscheinlich so weitergehen aufgrund des Wandels des Klimas und da muss man sich natürlich auch gegen Zecken schützen. Und wenn man dann mal auf dem Boden oder direkt auf Baumstämmen sitzen möchte, also mit bemoosten Teil zum Beispiel, dann ist etwas zum Unterlegen unter den Hintern durchaus eine gute Wahl. Ja? Und da ist so ein Ding oder ein anderes natürlich super. Dafür benutze ich sie gerne. Oder wenn mal ein plötzlicher Regenschauer einsetzt und ich habe keine Lust, gleich das Riesentarp zu spannen, dann werfe ich das über meine Ausrüstung drüber und dann ist alles gut. Tja, ich hoffe, mein Video zur BW Nässeschutzplane bzw. Bundeswehr Unterlegplane, Gewebeschutzplane hat dir gefallen und du konntest etwas dabei mitnehmen. Wenn dich noch weitere Videos interessieren, dann gibt es hier links und rechts oben welche. Schreib mir doch sonst gerne mal deine Erfahrung mit der BW Nässeschutzplane unten in die Kommentare rein. Ansonsten findest du unten in der Beschreibung natürlich noch alle Arten von Informationen, die du brauchst. Und wenn du da mal etwas nicht findest, dann kannst du mir natürlich unten gerne einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich sage dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.